Da sind wir wieder. So, dann bin ich mal gespannt, ob der Pömpel auf dir hält. Ja. Guck mal, ob der hier drauf. Naja, am Kopf ist ein bisschen nicht rund genug. Hallo? Hallo? So, wo soll ich mich denn hinstellen? Da muss man aber erstmal den Bauch rasieren. Entschuldigung. Das hält doch hier, so ein Ding hält doch da nicht drauf. Soll ich eher den so oder? Ja, so ist besser. So ist das, glaube ich, am aber besten. Das tut weh, glaub. Nee, kannst du den, oder du spannst ihn an. Spann ihn mal an. Kann ich nicht. Ich mache auch mal ein bisschen nass hier, dann hält das besser, fropft's besser. Ach du Scheiße. Ja? Nee, den Kopf hast du ja gedeckt. Ich würde den Hals was runter machen, dass dir nicht, der Pöngel hier gegen die Kehle. Ein bisschen mehr aufmachen musst du schon, Elton. Was? So. Komm. Ich habe das noch nie probiert. Ich schwör's Ihnen, ich habe es nicht geübt. Wir haben es auch heute, Proben gibt es hier nicht. Ich habe Elton auch gerade eben erst gesehen, heute zum ersten Mal. Wir haben es wirklich nicht geübt. Ich kann jetzt Elton auch nicht garantieren, dass das vielleicht nicht wehtut, wenn man das als Ungeübter. Also, was für eine Entfernung muss ich haben? Ich muss auch schon mit Schmackes werfen, sonst sitzt der ja nicht. Also. Warte. Was warte? Ich muss Luft anhalten, sorry. Ach so. Es tut mir, also ich möchte dir nicht wehtun, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Das ist jetzt wirklich, das ist jetzt mal ein richtiges Experiment, weil ich bin ja selbst ein bisschen aufgeregt. Ja, okay. Ob das so einfach funktioniert, wie bei Wetten, das? Oder ob man dafür wirklich lange üben muss. Pass auf. Das hängt ja manchmal von den Pömpeln selber ab. Weil das ist ja, also die Pömpel, die ich bei Wetten, das gesehen habe, waren meines Erachtens noch ein bisschen kleiner. Hier ist der Durchmesser doch sehr groß und der Stiel sehr lang. Vielleicht macht das ja den Unterschied. Achtung, jetzt geht's los. Oh! Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Hat das wehgetan? Ja, aber fass es nicht an. Wahnsinn. Sehen Sie das mal? Also, liebe Kinder zu Hause, nicht nachmachen mit euren Klappmessern. So, ich komme mal ein bisschen näher. Du musst auf jeden Fall eine Umdrehung schaffen bis dahin, oder? Okay, bist du soweit? Bist du bereit? Ah. Entschuldigung. Was ist da? Ja. Kannst du noch? Einer geht noch. Ah! Moment. So schnell gehe ich natürlich nicht auf. Darf ich mal probieren, ob das grundsätzlich halten würde? Ja. Ah! Entschuldigung. Ja, aber ordentlich! So, komm, also, mach mal ein. Oh, das hat doch nicht wehgetan als Ziehen, oder? Also es, theoretisch klappt es. Okay. Ich gehe mal ein bisschen niedriger, weil ich dann besser diesen. Okay, bist du was? Ja. So. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, dass du den Spaß mit gemacht hast. Aber Spaß ist was anderes. Ja. Okay. Ich hoffe, es hat dir nicht zu weh getan, aber es war halt ein Experiment, weißt du? Ja. Experiment, es heißt ja immer. Was macht man nicht alles für eine warme Mahlzeit? Ja, Riesenapplaus für Elton, meine Damen und Herren. Respekt an den Pömpelwerfer. Also scheint offensichtlich nicht so einfach zu sein, aber es liegt auch vielleicht auch ein bisschen am Pömpel. Naja. Ne, will nicht. Gott sei Dank, dass wir nicht weitergemacht haben.
So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu einer jungen Frau, die eine großartige Karriere gemacht hat im Comedy-Business und demnächst auch als eine der wenigen Comedy-Frauen in Deutschland auf Stand-Up-Tour geht, meine Damen und Herren. Begrüßen Sie bitte Mirja Böss. Das sah ganz schön aus. Ja, ich musste, ja. Ja, fand ich. Auch nachher. Ja, man muss das einfach, glaube ich, üben. Das ist die Lehre, die ich da rausziehe am heutigen Tag.